Ethik im Allgemeinen ist die Lehre oder auch Theorie vom Handeln gemäß der Unterscheidung von Gut und Böse. Die Ethik befasst sich mit dem menschlichen Handeln. Wie soll der Mensch handeln? An welchen Werten soll er sich orientieren? Was ist gutes oder schlechtes Handeln? Der Gegenstand der Ethik ist die Moral. Gegenstand der Wirtschaftsethik ist die Reflexion ethischer Prinzipien im Rahmen wirtschaftlichen Handelns und ihrer Anwendungen auf diesen Bereich. Zentrale Werte sind unter anderem Humanität, Solidarität und Verantwortung. Die Wirtschaftsethik sieht einen guten moralischen Ansatz im Handeln eines Unternehmens. Das Unternehmen soll nicht um jeden Preis Gewinn erwirtschaften wollen, sondern sich auch um Mitarbeiter kümmern, die Umwelt oder die Nachhaltigkeit ihrer Wertschöpfungskette. Die Wertschöpfungskette stellt die Stufen der Produktion als eine geordnete Reihung von Tätigkeiten dar. Diese Tätigkeiten schaffen Werte, verbrauchen Ressourcen und sind in Prozessen miteinander verbunden. Zum Beispiel wollen Unternehmen hauptsächlich ihre Gewinne maximieren. Meistens haben sie rein egoistische Interessen und oft ist ihnen dazu jedes Mittel recht. Die Mittel dürfen aber die Gesetze eines Landes nicht verletzen. Es gibt zum Beispiel einige Handlungsweisen von Unternehmen, welche von den meisten Menschen als unmoralisch angesehen werden, aber gesetzlich nicht verboten sind. Eine Möglichkeit wäre es nun, die Gesetze dahingehend zu verändern, dass solche Handlungen ebenfalls juridisch verboten werden, jedoch ist dies meist ein viel zu langer Prozess, der nicht unbedingt immer erfolgreich ist. Das Problem könnte zum Beispiel beseitigt werden, indem Konsumenten anfangen, ein Produkt günstiger bei einem anderen Hersteller zu kaufen oder auch komplett auf dieses zu verzichten. Das Befriedigen der Interessen der Kunden ist damit eine notwendige Bedingung für die Gewinnmaximierung der Unternehmen. Das unmoralische Verhalten von Unternehmen kann also von den Konsumenten sanktioniert werden, indem sie deren Produkte nicht mehr kaufen. Sie können Unternehmen also zwingen, sich moralisch korrekt zu verhalten. Es müssen nur genügend Konsumenten mitmachen und moralisch korrektes Verhalten der Unternehmen wollen und fordern, um es für Unternehmen rational egoistisch zu machen, moralisch korrekt zu handeln. Somit sollte das Verhalten der Konsumenten ebenfalls moralisch korrekt sein.